Robert Gustalowski, Leiter Business Development Real Assets Hansa West. Ich finde, wir haben ein schönes Thema, weil wir jetzt so ein bisschen von den Immobilien auf die Infrastruktur rübergehen, was ja auch, Susanne, ein Trendthema ist dieses Jahr bei der Investment Expo. Absolut. Deswegen haben wir auch den Themenschwerpunkt erweitert. Genau, und da haben wir uns erstmal Experten geholt, weil wir kennen uns halt nur mit Immobilien aus, dachten wir, müssen das jemanden haben, der uns mehr erklärt. Aber mal. Danke, dass ich hier sein kann. Ja, gerne. Erstmal ernsthaft nochmal, es gibt auch von PNU-Seite eine neue Regelung. Seit dem 15. März wurde die Verordnung für European Long-Term Investment Funds, LTIF, mit dem schönen LTIF veröffentlicht. Was steckt hinter dem Ungetüm für den Laien? Ja? Was wurde da neu gemacht? Ja, ja, der LTIF ist tatsächlich ein neues Vehikel auf der ein europäisches Fondsvehikel für langfristige Investitionen in Unternehmen, aber auch vor allem in Infrastruktur, worunter auch Immobilien fallen tatsächlich. Die Idee dahinter ist, dieses Fondsvehikel der großen Masse, also dem Publikum, dem Retail-Anleger zur Verfügung zu stellen, den es teilweise bis dato nicht möglich war, an solchen Produkten teilzuhaben und entsprechend zu investieren. Ja, die Novellierung der LTIF-Verordnung sollte ja Schwächen beseitigen. Welche waren denn das? Die Schwächen waren ganz klar, die lagen in der Portfolio-Zusammensetzung, aber vor allem im Vertrieb. Ich würde auch erstmal mit dem Vertrieb anfangen. Ich hatte es ja eingangs gesagt, Ziel war es, die große Masse anzusprechen. Allerdings hat man den Anlegerschutz über dieses Ziel am Ende gestellt. Sprich, man hat gar nicht die Masse angesprochen. Mal als Beispiel, um den LTIF anzulegen, musste ein Kleinanleger entweder ein Finanzportfolio von über 500.000 Euro vorweisen, wenn man weiß, in Deutschland gibt man schon mit 200.000 Euro bei einer Anlage schon als semi-professioneller Anleger. Hat man diese 500.000 Euro nicht im Petto, musste man mindestens 10.000 Euro investieren und das bei einer und das höchstens 10% des eigenen Finanzportfolios. Sprich, man musste eigentlich auch wieder 100.000 Euro Finanzportfolio vorweisen und auch da weiß ich, okay, da sind schon allein viele Anleger, die ich gar nicht ansprechen kann mit dem Produkt. Das heißt, große Vertriebshemmnisse, sodass ich gar nicht richtig in den Vertrieb gekommen bin. Und es kam aber auch noch zu weiteren Vertriebshindernissen, zum Beispiel lokale Zahlstellen. Sprich, ich musste in dem Land, wo ich vertreiben wollte, eine Zahlstelle haben, vor Ort, Aufwand, Kosten sind natürlich hoch. Ich musste zusätzlich eine Geeignetheitsprüfung zu der MiFID II-Prüfung, Geeignetheitsprüfung vollziehen. Ja, oder der Bankberater, der das verkaufen sollte, der musste auch noch den Kleinanleger beraten. Also alles Aufwendungen, die den Vertrieb stark geschwächt haben, die aber tatsächlich dann jetzt mit der LTIF-2-Verordnung, also Novellierung, wegfallen sollen. Mhm, also und das waren so grobe Schwächen im Vertrieb. Ja. Das heißt, die neue Novellierung dieses Produktes, ist die, Sie als Regulierungsexperten, ist die so konzipiert, dass Sie sagen, wir werden auch zukünftig mehr Geld in Infrastruktur bekommen? Sind Sie ja zufrieden? Ja, also jetzt kann ja jeder Anleger in die Produkte reingehen und von daher ist da schon mal dieses Hindernis weg. Das heißt, wenn ich theoretisch 1.000 Euro jetzt in Infrastruktur investieren will, kann ich das jetzt auch in den LTIF machen. Und ja, die Chancen, wenn man sich die Chancen anschaut, die sind da enorm, weil ich natürlich ein viel größeres Publikum anspreche. Und man muss natürlich auch gucken, dass gerade Infrastrukturinvestments ja trotzdem eine hohe Nachfrage haben. Also nicht nur auf der Investorenseite, auch die Gesellschaft, die Politik, die hat eine hohe Nachfrage nach Kapital und ist selber nicht imstande, diese ganzen Projekte, wir reden von digitaler Transition, wir reden von Klimawandel, die natürlich mit Investitionen einhergeht. Wir wollen uns unabhängig durch erneuerbare Energien von Russland machen, aufgrund der Ukraine-Krise, den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben. Also es ist einfach viel Geld, was abverlangt wird und das kann der Staat, die Gesellschaft nicht leisten, sondern das muss auch tatsächlich die Investoren, das private Kapital übernehmen. Damit hat ja quasi die LTIF-Verordnung ganz andere Investitionsmöglichkeiten geschaffen. Wie sehen Sie das, das Interesse von institutionellen Investoren an der Stelle? Also das Interesse ist sehr hoch. Erstens, man hat erstmal die Vertriebsbeschränkung beseitigt, was den LTIF angeht. Aber generell, das Thema Infrastruktur ist da sehr hoch angesehen. Ne? Gerade in volatilen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wo auch mal die Aktienmärkte aufgrund bestimmter externer Faktoren einbrechen, ist es so, dass man auch ein bisschen auf ein Stück Sicherheit bedacht ist. Und da kommt Infrastruktur sehr gut ins Spiel. Sprich, wir haben ein gutes, attraktives Risikorenditeprofil.
Wir haben stabile Cashflows, sprich in volatilen Zeiten haben wir eher einen Inflationsschutz, sind resilient unterwegs und das Thema vor allem auch Portfoliodiversifikation. Das ist ein ganz schlagendes Thema heutzutage bei institutionellen Investoren, dass man wirklich sein Portfolio diversifiziert und da kommt Infrastruktur ganz klar ins Spiel. Was glauben Sie denn, welche Art von Infrastruktur wird dann jetzt sozusagen stärker auch angeboten bei den institutionellen Anlegern? Ist das eher so erneuerbare Energien oder gibt es auch andere sozusagen Bereiche? Also wir nehmen ganz stark erneuerbare Energien wahr, aber auch Immobilienbereich ist nicht zu unterschätzen, gerade im sozialen Wohnungsbau, aber auch in dem normalen Immobilienbereich, weil zum Beispiel eine Änderung des neuen LTIFs ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Sachwert erwerbe, nicht mehr zwingend an einen sozialen Nutzen gebunden bin. Das heißt, ich kann jede Immobilie mehr oder weniger unter den LTIF packen, sodass die Assets schon in diese Richtung gehen, aber ganz klar, erneuerbare Energien ist schon ein Fokus. Und da würde ich sagen, bei institutionellen Anlegern, sofern sie über einen Fonds gehen, vor allem Photovoltaik. Und ist das eher sozusagen in Deutschland oder in Europa sozusagen vom Trend her, was man so sieht im Infrastrukturbereich? Meinen Sie die Investments, ja, wo Investments, sie hingehen? Ja, genau. Das kann alles sein. Also in Deutschland haben wir das Problem, dass wir je nach Land unterschiedliche Voraussetzungen haben, was es natürlich schwierig macht in der Projektierung. Dann muss man auch noch unterscheiden, sind wir zum Beispiel bei einem Windpark, sind wir onshore, sind wir offshore, wo hat man welche Möglichkeiten, im Süden strahlt mehr die Sonne, also ja, Ausland ist sehr interessant, wobei dann man natürlich gucken muss, in welcher Jurisdiktion befindet man sich, wie krisensicher ist auch sie, weil dann hänge ich auch wieder davon ab, natürlich ist das, was ich vorhin erzählt habe über ein Infrastrukturinvestment, daran gebunden, in welchem Land, in welcher Sicherheit ich unterwegs bin, das sind so Faktoren, die man dann halt beachten muss, aber ja, es geht in alle Richtungen. Rein theoretisch, USA macht jetzt auch, hat jetzt vor, in dieses Segment einzusteigen. Es sind da selber gesetzestechnisch neu unterwegs und versuchen natürlich da auch den Markt für sich, auch aus Europa heranzuziehen. Auch letzte Frage nochmal zum Thema LTIF 2.0. Ist das jetzt sozusagen erstmal von der Regierungsseite der letzte Schluss oder gibt es noch weiter Vorbereitungen, das Projekt noch Infrastruktur noch weiter aufzuweichen? Also der LTIF 2 oder der LTIF generell wird ja ständig wieder überprüft, alle paar Jahre. Deswegen kam es ja jetzt auch zu der Novellierung, weil die Kommission festgestellt hatte, es gibt nur 57 LTIFs innerhalb von 6 Jahren seit Inkrafttreten der Verordnung und bei einem Nettofondsvolumen von 2,4 Milliarden. Das ist einfach viel zu wenig, wenn man sich die Fondsbranche anguckt, wie groß sie ist oder welcher Investitionsbedarf in Infrastruktur besteht. In dem Sinne wird der LTIF wieder, ich meine, in 5 bis 6 Jahren überprüft und stellt man da noch Mängel fest, würde man entsprechend eine weitere Novellierung vollziehen. Okay, da reden wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren nochmal. Nein, natürlich nicht. Bis zum nächsten Jahr. Nächsten Jahr sprechen wir wieder drüber. Genau, mal gucken, wir prüfen das mal nächstes Jahr wieder. Vielen lieben Dank für die Auskunft, für die Erläuterung. Sehr gerne, ich habe zu danken. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Messe. Ja? Vielen Dank. Schönen Tag. Dankeschön.